Hallo und willkommen bei unserer Kochshow. Ich heiße Eva Birngruber und heute gibt es gebratenen grünen Spargel. Wir waren gestern zwischen dem Mühlviertel und Oberbayern unterwegs und bei Bad Tölz habe ich diese wunderbare Qualität gekriegt. Fantastisch. Dazu werde ich die Gnocchi noch verwenden, die vom Mittagessen übrig geblieben sind. Dann zeige ich euch da oben, wie man die macht. Und den Wein gibt es natürlich auch, einen Chardonnay vom Weingut Paul Ax aus dem Burgenland. Das werden wir gleich haben, das ist nicht viel Arbeit. Den Spargel, den habe ich nur unten, ich glaube nur bei einem Viertel habe ich ein bisschen was weggeschält und ungefähr 2 cm von den holzigen Enden weggeschnitten. Der ist so toll von der Qualität her. Richtig gut. Den werden wir jetzt noch halbieren. So schräg, schaut mal so. Na, vielleicht ist es doch lieber dritteln. Ich werde ihn dritteln, dann tue ich mir leichter beim Braten in der Pfanne. So schräg. Wir brauchen eine große Pfanne. Und Olivenöl. Da schalte ich jetzt einmal ungefähr Mittelhitze ein. Da kommen 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl rein. Jetzt lasse ich das ein bisschen heiß werden. Und was wollte ich sagen? Knoblauch braucht man auch dazu. Den bereite ich mir gleich mal vor. Da nehmen wir bloß die Zehen. Und die drücke ich an mit der flachen Hand und die braten wir mit. Nachdem das Rezept jetzt spontan entstanden ist, beziehungsweise das Rezept ist nicht spontan entstanden, aber die Idee, dass ich das mache, das Rezept ist übrigens von meinem Bruder, dem Meisterkoch Florian Meiritsch. Und der hat gesagt, da musst du auch einen Thymian rein tun. Das war natürlich super, wenn ich den im Staude hätte, habe ich aber nicht. Jetzt habe ich einfach in so ein Teesäckchen 2 Teelöffel, einen guten Teelöffel getrockneten Thymian reingetan. Das wird auch gehen. Hoffe ich. Geht ganz bestimmt. So, das Fett ist jetzt schon heiß. Da kommt jetzt der Spargel rein. Und den werden wir jetzt, der Spargel und der Knoblauch natürlich. Habe ich den jetzt schon angetrocknet? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube schon. Und den werden wir jetzt in etwa, ich sage jetzt einmal, 8 bis 10 Minuten braten, je nachdem, wie ihr es halt haben wollt, von der Knackigkeit her. Eine Zehe Knoblauchdünner dazu. Ups, naja, der ist eh verpackt. Du kommst auch noch mit rein. Ja, dann warten wir, bis der Spargel gar ist und dann sehen wir weiter. Ich habe den Spargel auf 2 Pfannen aufgeteilt, weil sonst, es war zu viel da drin, sonst dünstet er eher und brät nicht. Und mein Thymiansäckchen, das schmeiße ich einfach hin und her, dass überall was von dem Aroma dabei ist. Der Spargel ist schon fertig. Das hat jetzt wirklich nicht lang gedauert, es waren vielleicht 6 Minuten. Oder Josef, hast du auf die Uhr geschaut? Jetzt kommt es wieder zusammen. Ja. Wie soll ich sagen, er sollte halt, ich mag es halt gern, wenn er nur knackig ist, aber halt nicht so wirklich hart. Hier kommen jetzt noch die Gnocchi rein. Das schwenkt man einfach nur noch ein bisschen durch. Die werden dann eh schön warm. Und ich richte es jetzt hier auf dieser schönen Form an und dann bestreue ich es noch mit Parmesan und dem gehackten Haselnüssen und ein bisschen Zitronensaft träufel ich noch drüber. Genau, gesalzen und pfeffert habe ich auch noch nicht. Das mache ich jetzt gleich. Pfeffer und Meersalzflocken gebe ich da drüber. Mei, das wird so gut schmecken, Josef. Fantastisch. Und erst der Wein dazu. Oh, ich freue mich schon so.
stolper nirgends drüber, Josef. Ich bemühe mich. Ui. Schwupps. Schwupps. Darf ich bitte was haben, lieber Josef? Ich werde es versuchen. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Wir haben schon jeder einen Spargel probiert. Da war allerdings noch nicht der Zitronensaft drüber und die Haselnüsse und so und der Parmesan. War schon gut. Genascht. Ja gut, der Josef braucht noch ein bisschen, bis er da was ausgeteilt hat. In der Zwischenzeit kann ich mich schon mal bei euch bedanken für die Kommentare. Vielen Dank. Ich freue mich immer so. Und danke auch an alle, die den Kanal schon abonniert haben. Und an die, die das heute noch machen. Jetzt kriege ich keinen Probeschluck. Ach so, Jonna. Weil ich... So, Josef, dann sag uns doch mal, was du da riechst. Chardonnay ist immer... Weißwein. Weißwein. Der riecht nach gelbem Apfel, so nach, wie heißen die? Spargel. Also Golden Delicious. Golden Delicious. Unkompliziert. Hinten nachher eine feine Säure. Wie ich. Ja, bist du der Chardonnay unter den Weißweinsorten. Unkompliziert oder feine Säure. Du hast nicht recht. Du bist eher so ein unveredelter Direktträger. Alles gut. Oh, ja, der ist fein. Der passt. Der ist gerade recht zum Spargel. Das war, wie ich vorher schon gesagt habe, ein ungeplantes Video. Jetzt hatte ich auch nicht den ausgewählten Wein dazu, aber der war im Keller und da habe ich gedacht, der passt genau. Ich freue mich auf den Spargel. Ja, du. Mm. Mm. Und du, das schmeckt super. Mm. Also das kann man empfehlen, liebe Leute. Sehr gut. Na, selten so einen guten grünen Spargel gegessen. Hm. Wein passt auch gut dazu. Prost, Josef. Das haben wir gut gemacht. Ach. Mit dem Flori, also mit meinem Bruder, müssen wir einmal ein Kochvideo machen. Ja. Nur fein. Hm. Wir sind für heute fertig. Wir lassen uns jetzt weiter schmecken. Danke fürs Zuschauen. Bis nächsten Freitag. Ich weiß noch nicht, was es dann geben wird. Ich muss noch meine Pläne ein bisschen sortieren. Ja. Also, viert euch. Ach, dieser Spargel. Bis bald. Ist gut, gell? Das ist ja Wahnsinn.